Nanu? Wo bin ich denn hier hingeraten? Ist ja so viel Platz hier. Mal sehen, was sich damit anfangen lässt. Rennen. Toben. Und die Mama auf Trab halten. Auch ein bisschen bocken. Oh, da sind ja auch noch andere, mit denen man nachlaufen spielen kann. Da ist ein Zebra geboren, letzte Woche. Ist eine Stute und dem Zebra geht es eigentlich sehr gut, sieht man auch. Der springt durchs Gehege, der freut sich. Das ist von der Mutter das sechste Fohlen und deswegen hat die Stute, also das Junge, das ja auch im Grunde schon sehr gut getroffen. Die ist also sehr erfahren und nicht erst neu und naja, die sieht das noch ein bisschen entspannt und deswegen hat er auch schon mehr Freiheiten wie, ja, junge Mütter passen eben mehr drauf auf, die macht das nicht mehr so. Gleich nebenan in Australien gibt's noch viel zu schleppen. Drei Jungtiere im Beutel. Einer probiert draußen schon, wie das Känguru-Leben so funktioniert. Der kleine Skippy erkundet das neu gebaute Down Under. Haben wir sozusagen die erste Generation Jungtiere. Vier Stück sind es an der Zahl, wobei einer erst aus dem Beutel raus ist, fest, seit zwei Wochen ungefähr. Deswegen hat der auch schon einen Namen und ist gechippt und geimpft worden und die anderen folgen jetzt. Aber auch gestern ist der nächste ausgestiegen. Der ist aber, wenn dann doch ein bisschen Stress ist, also wenn man quasi reingeht und es fangen möchte, dann schlüpft er ganz schnell wieder bei Mama in den Beutel. Deswegen haben wir da noch nicht so die Chance. Müssen wir noch ein paar Tage warten. Und dann ist der nächste quasi dran, der, ja, wo das Geschlecht dann enttarnt wird und wir wissen, wie wir ihn nennen wollen. Und dann kommen noch zwei weitere. Also sie sind natürlich ganz viel immer bei Fuß bei der Mama, gucken sich hier ganz gespannt alles um und üben echt so ein bisschen, wie hoch kann ich hüpfen und wie schnell kann ich laufen. Erschrecken sich dann natürlich auch zwischendurch nochmal mit die ungewohnten Geräusche hier und so und orientieren sich einfach ganz viel an den erwachsenen Tieren rein und raus und testen das erste Mal so ein bisschen auch Futter und sowas eigenständig, dass sie da sitzen und das richtig festhalten.